waschen könnte, die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann höre ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Ich sage, oder? Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. So. Und da bin ich wieder zurück mit Watch Dogs. Hallo, meine lieben Freunde. Wieder mit Greenscreen unten rechts in der Ecke. Das letzte Mal habe ich, nicht gefailt, aber nee, ich bin weitergekommen. Man hätte es besser machen können, aber ich bin weitergekommen. Ihr habt es bestimmt gesehen. Heute geht es wieder weiter. Jetzt muss ich ins Gefängnis. Diesen Vollarsch da von Zeugen. Ich glaube, mal töten, hä? Was ist denn das für eine Fahrt hier? GPS. Kampagne. Warum habe ich denn beim GPS? Warum habe ich da so ein komisches GPS-Signal? Hoppala, Entschuldigung. Die Musik ist auf jeden Fall sehr smooth, obwohl ich gerade wieder unterwegs bin, um wen das Leben zur Hölle zu machen. Oder das ihn auszuknipsen, ja. Oh, Alter, ey, wie fahrt denn hier auch Auto? Das sind immer die anderen schuld, nur zur Info. Mann, ey, jetzt bleibt doch nicht einfach stehen. Ist doch kein Wunder, dass es hier immer so viele Verkehrsunfälle gibt bei den ganzen Fahrern. Können nix. Wir bleiben hier hauptsächlich bei der Mission, was war da oben gerade exklusiv, irgendwas rennen. Steigen hier mal aus, weil wir den Typen da vorne mal schnell einen reinhacken wollen. Ein bisschen Geld machen, scheint nicht. Oh, Herstellungskomponente für Einmalhacks. Sehr gut. In Schale geworfen. Oh, da haben wir noch was zum Hacken. Hallo Lady. Was krieg ich von dir? $2,280. Vielen Dank dafür. So, ab in den Club, oder wie? Kalem Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Looms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Loom recht. Ihre Technologie. Das ist ein Knast? So aus wie ein Bürogebäude. In sowas arbeitet man doch. Cool, ich kann zoomen. Hey. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Aber eine gute Aktion von mir, oder? Los! Warum bin ich jetzt in den Knast gesteckt? Dann meine Rechte nicht vorgelesen oder so? Warte, ich komme jetzt direkt in den Knast? Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! Das ging aber schnell, oder? Nicht bewegen! Pierce! Hey. Ernsthaft? That's it? Kommen Sie aus der Zelle. Okay. Wow, das ist Umsehen hier mit Y. Besitzt eine versteckte Kamera. Wie kann ich den hacken dann? Hallo. Komm, beweg dich mal. Du Arsch. Genau. Auf jeden Fall ein Blickwinkel, dass ich irgendwo noch eine andere Kamera hacken kann. Komm, komm, komm. Okay, was ist das? Wo ist das Ziel zum Hacken? Ah, shit, toter Winkel. Müssen wir doch wieder mit dem Kopf rumlaufen, würde ich sagen. Dann muss ich nur einmal umdrehen in diesen Innenhof gucken. Dann sollte ich gegenüber die Kamera hacken können. Ah, da ist noch ein Typ. Den brauche ich. Komm schon. Genau, und jetzt kann ich auch das Ding da drum hacken, oder nicht? Nope. Was war das denn gerade? Toll, E-Mail-Hacks habe ich jetzt hergestellt. Nein! Oh, die Kamera, die kann ich abhalten. Etwas namens Bill Willard. Ich weiß auch nicht viel darüber, aber der Name tauchte bei meinen Recherchen zum Merlot-Job. Es scheint ein Code. Na? Das ist nochmal shit. Ich wollte gerade drüben angucken, aber leider. Ah, ist ja ein bisschen konfus. Wie komme ich denn da runter?
Der Typ hier ist noch rumlaufen. Da liegt noch ein Boden. Jetzt schaut er sich irgendwelche Akten an. Toll. Okay, wie komme ich da unten in den Raum? Wer kann mir da helfen von euch? Cops hier, ah, da. Warum kann ich das denn jetzt nicht hacken? Hallo, ich schaue genau drauf. Nein, wo geht es nicht? Oh, super. Also ich sehe gerade keinen. Welchen Kopf soll ich denn dann nehmen, bitte? Nein, ich will doch nicht immer die Kamera. Ach Gott, ey. So, irgendwer muss da reinlaufen. Und dahinter, ah, da. Na, endlich. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Okay. Actual fuck, ich muss jetzt hier wirklich von. Ja, ich muss wohl. Mein Ziel ist da unten, oder? Was soll ich denn besorgen? Was ist das? Kaugummis oder wie? Irgendwas runter, oder? Ja, ist unter mir. Okay, der Typ unten geht mir gar nicht auf den Sack. Okay, jetzt kann ich, glaube ich. Komm rein da mit dir. Ja, hallo, besorgen, Epsilon. Kann ich mal besorgen, bitte? Schade, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Was hat er gesagt? Ganz oben? Nicht wieder ganz hoch? Schöne Scheiße. Ich hab Bock auf eine Waffe. Na gut, ich möchte im Knast nicht auch alle die ganzen Leute jetzt abknallen. Muss ja auch nicht sein. Jetzt sind ganz schön viele Cops auf einmal um mich rum hier, ne? Umdrehen und wapp. Und schaut denn der jetzt, der Penner? Komm in die andere. Na, no, egal. Moment. Oh no! Warum kann ich denn nicht einfach die Waffe aus der Hand schlagen? Muss ich jetzt wirklich wieder alle Ziele erreichen? Ich bitte nicht. Bitte lass mich vom letzten wieder anfangen. Okay. Die Jobs wegnehmen mit der ganzen Automatisierung. Kiwis Gehalt haben sie schon gekürzt. Scheiße, Mann. Totale Scheiße. Komm, beweg dich, Kumpel, Mann. Haben Probleme mit der letzten Zellen, Mann. Alter, diese Steuerung macht mir.
Okay. Ach, schön, was er jetzt gemacht hat. Was jetzt? Oh ja, das ist genau. Danke. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen. Ah, Gefängnishof. Finden Sie den Stadionüberlebenden Raul Lyons. Aber leicht zu erkennen. Wo bist du, Raul? Er ist irgendwo hier oben. Das ist bestimmt irgendwo hier am Fußballspiel oder so, der Kumpel. Raul! Hallo! Gibt's hier keine Benchpress? Wahrscheinlich ist er auch noch ein Polizist, pass auf. Chillt er denn in der Mount? Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Natürlich. Ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten? Die Wachen haben den Karl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Nein. Ah, oh, shit, hä? Jetzt habe ich schon wieder vor lauter. Oh Gott, manchmal ist die Optik so mies, dass ich nicht mehr erkannt habe, wo ich hinrenne oder wo ich gerade hinschaue. Ich bin einfach raus aus dem Menü und schon bin ich entdeckt worden. Seht ihr mal, jetzt rennt hier so rum, wie bescheuert ist das denn? Nee, ich, was ist denn? Oh, wo denn? Wo soll ich denn das sehen, dass ich entdeckt wurde? Ich stehe im Aufzug, will das Ding hacken und dann schaue ich den blöden Typen in die Kamera rein, die er mit sich rumträgt. Das ist so völlig bescheuert. So, wir rennen in den Aufzug rein. Komm, rein da. Stecken hier an der Tür, alles super. Ich hatte doch gerade den scheiß Aufzug gehackt hier. Komm jetzt rein. Rainer, hallo. Der kann sich hier bewegen. So. Jetzt hacken wir das da oben bitte. Juhu, ich habe Aufzug gehackt. Immerhin. Das hat schon mal funktioniert. Ich werde noch mal vom Knast anrufen. Anscheinend ist das echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel, was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Das ist mein Sohn. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Pick nochmal. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Ah, da liegt eine Waffe raus. Da drüben geht. Wo ist der? Ah! Ah! Schüsse! Wir haben Verluste! Weg damit! Sind die Flanken! Bewegung!
Vorgehen, Deckung! Über die Seiten! Who the fuck are you, man? Nicht dein Ernst, oder? Ich wollte das Ding nur gerade sprengen, ist ja hoch. Wie soll ich denn den umbringen, den Typen? Oh, abhauen oder was? Soll ich einfach mich verpissen? Ist aber nicht so meine Art. Nein! Oh, ich muss von vorne anfangen. EB klettern. Da hinten muss ich, da muss irgendwo noch eine Tür aufhacken, oder wie war das? Um hier reinzukommen. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Die wollen auch ihren Anteil. Naja, die korrupten Cops immer wieder. Immer wieder. Wenn ihr wirklich im Leben nach Hause fahren, Köpfe runter! Seht euch vor! Wo ist der? Geh wieder in Deckung! Die Seite, los! Ich brauch Verstärkung, jetzt! Ich brauche deine Verstärkung, Mann. Ich brauche das gut. Wow! Schießt einer! Hab den nicht gesehen, ey. Okay. Dann ist jetzt meine Mission flüchten, oder wie? Du schießt auf meine Panzerung! Nach haben wir zum Beispiel mal eine Idee. Den durch den Netz, ich weiß. Also okay, das scheint schon. Wow, okay, ist ein Hacker, den Wetter. Den wieder nicht gesehen habe. Wow. Ich sterbe. Auf die Schaffung! Ja, Mann, Geld. Ich glaube, ich nehme lieber eine andere Waffe. Gucken, ob ich hier noch Munition finden kann. Nicht, dass ich irgendwas liegen lasse. Auf dem Weg nach draußen bräuchte ich noch irgendwie was. Aber da drin war ich noch nicht. Da habe ich noch einen weggesprengt. Sieht doch echt cool aus. Ah, seht ihr hier die Munitionstasche. Ah, sehr gut. Genau das habe ich vorhin nämlich blinken sehen. Kann man immer gut brauchen, so eine Munitionstasche.
Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Ruhig. Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse. Ich kann den Text besser lesen. Die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. So, jetzt muss ich auch noch John Smith muss aus dem Gefängnis ausbrechen. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Keine Waffen mehr? Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Oh, zur Laundry runter. Auch nicht schlecht. Ich bin jetzt umgezogen, ich hoffe schon. Als badass Motherfucker-Cop. Und warum leckt meine Kamera gerade so? Hm? Ah, ich bin wieder Mr. Awesome bin ich wieder. Entkommen Sie der Polizei, nichts leichter Achtung als das. An alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Entriegeln? Au. Manchmal kann ich einfach durch Türen durchrennen, manchmal nicht. Das ist immer sehr faszinierend bei dem Spiel. Jetzt zum Beispiel renne ich nur gegen Türen, die zu sind. Ja. Warum soll ich denn da oben die Kamera hacken, bitte? Um einmal in den Gang hier zu gucken, das ist natürlich eine super Kamera hier oben. Also, ich muss da vorne das Ding entriegeln, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, es gibt ja keinen anderen Weg mehr. Ah ja, ich muss wahrscheinlich hier rein. Diese Tür ist offen, was war das hier? Jam, komm, super, kann man immer brauchen. Warte mal, die rüsten wir gleich aus. Aber so eine Granate. Wie awesome ist das denn? Was kann ich hier machen? Klettern oder was? Hä, bin ich jetzt bescheuert? Wie mache ich denn die Tür auf? Ah, da, danke. Doch nicht, oder? Verdammt. Meine Aufgabe lautet, wähle Bürgermeister Rushmore. Wenn schon. Für Blums Geschäftsmodell ist es wichtig, dass das Wiesel wiedergewählt wird. An alle Einheiten. Boah, Alter. Ich glaube, ich nehme einfach ein Polizeiauto. Mal zur Abwechslung. Ich spring da raus und ich bin einfach runter. Okay. Das da raus und ist leider runtergefallen. Aber halb so wild. Wir fahren mal einfach weiter. Hier ist ja noch ein Helikopter, da fahren wir wieder die Cops. Total eine Schutte, wie wir da aufgefallen. Umgedreht die Jungs hier. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Die Sirene aus. Was macht denn der Kopf da vor mir? Da hängen geblieben. Kommen Sie ran. Pass auf, die Poller! Danke. Oh, Nagelbinder. Netter Versuch, Leute. Netter Versuch. Ich bin doch gerade aus dem Knast ausgebrochen und habe jetzt 4 von diesen roten Punkten. Das ist natürlich schon ein bisschen aggro. Er hört erst auf, wenn wir ihn sprechen. Los, rammen wir ihn. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Gut, ich habe nur noch Geld geklaut.
Wurde erwischt. Oh cool, ich hab die Pots echt abgehängt. Ah, nicht ganz. Wow, von ihm gestraft. Sorry für den ganzen Zivilisten, die ich gerade töte, aber... Shit happens, man. Ich muss aber auch den Cops lassen, die Karten machen echt Spaß von denen. Man. Flucht erfolgreich, Mr. Awesome. Ich fahre nur mit dem Polizeiauto. Meine Identität ist sicher. Jetzt. Ich will den Verantwortlichen. Damien schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Hello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Sehr gut. In Schale geworfen. Mission beendet. Wunderbar. Skillpunkte erhalten. Gesamt-XP 500 bekommen. Fortschrittsbelohnung habe ich auch noch erhalten. Ja, das wird ein Fest, meine lieben Freunde. Mal gucken, was ich da alles habe. Aktion beendet, Familienmensch. Und ich kriege einen Anruf. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich habe dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Wissen wir von den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melodja. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also Spaß was Spaß mit dem Pollern, Leute. Ah, spannend, oder? Komm. Triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Einer noch, oder? Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Ah, Mist. Ich will die Polle wieder runterfahren. Ich möchte schon, dass die Leute hier weiter Auto fahren können. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier den ganzen Verkehr lahmlege mit meiner Hackerei da. Ein Verbrechen erkannt. Komm, dann rennen wir mal hin und verprügeln den Knaben, oder? Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. So, irgendwie sehe ich den aber nicht, den Verbrecher hier. Steht er hier auf der Treppe? Ja. Wenn du mich anlügst, oh Gott, hast du es nur noch schlimmer. Danke, Mann. Naja, danke, Mann, hab ich bereits gemacht. Was soll das denn? Bei denselben Klamotten wie ich, hast du es gesehen? Komm, renn schnell da rein. Ich bin ja nur gefangen und das war's. Ey. Und auf die Fresse! Entschuldigung. So, Verbrechen neutralisiert, das heißt, die ganzen Leute, die ich überfahren habe, das habe ich damit wieder gut gemacht. Ein Wort frei, mein Ruf wurde wieder verbessert. Oh, mein Ruf war aber richtig scheiße. Weil ich hab schon mal einen richtig guten Ruf gehabt, ne? Den habe ich echt gerade. Habe ich mal wieder bitter nötig hier. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Weiß ich auch nicht. Ich fall nicht die Treppe runter, meine Frau. Meine liebe Frau, das soll zu tun. So, Skillpunkte können wir verteilen. Mal gucken, wie viel habe ich denn überhaupt? 12! Oh shit, ich habe irgendwie schon lange nicht mehr Skillpunkte verteilt. So, was machen wir denn? Was wollen wir denn hier machen? Punkte kosten 3, verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Das ist jetzt mir egal. Fahrverhalten abseits der Straße, war ich bis jetzt auch nicht viel unterwegs. Das haben wir hier. Zusatzakku 3, gut, machen wir mal. Ich brauche ein bisschen mehr Akku. Was haben wir noch? Die Fähigkeit von Gegnern Verstärkung zu rufen ist deaktiviert. Ja, da kann ich deaktivieren, das ist gerade noch nicht so wichtig. Dampfleitung, was haben wir hier? 3 nehmen wir auch. Ah, das mit den Helis möchte ich kosten, genau. Helikopter ausschalten, das hatte ich nämlich noch nicht. Hier noch 3 Punkte, okay, alles verteilt. Kampf habe ich nichts. Oh Gott, im Kampf hätte ich vielleicht mal ein bisschen was skillen sollen, ne? Wie wäre es denn damit gewesen? Achso, ich muss erstmal hier... Ne, Skillpunkte, war schon richtig. Aber ich habe noch einen Skillpunkt übrig. Ach, was soll's, Leute. Das nächste Mal machen wir was für einen Kampf, okay. Erdeckungsradius etc. etc. herstellen. Fahren. Passt. Es geht ja auch noch weiter, wir werden noch weiter Missionen spielen. Und auch weiterhin hier ordentlich den Leuten
auf den Sack gehen in dieser wunderbaren Stadt. Und zwar bei meinem Let's Play Watch Dogs hier auf meinem Kanal RalfingerP. Schaut auch mal auf Twitch vorbei unter RalfingerTV. Würde mich sehr freuen. Ich bin sehr oft online und live und spiele da mit euch die wunderbarsten Spiele. Ich bin jetzt erstmal draußen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tante. Meine Güte. Meine Güte. Dann muss er halt aufhören mit aufnehmen. Entschuldigung. Ciao.